Ekran! Ekran ist nämlich ab, aus Wannen war. Ekran! In Eklodien mit uns Tauteranen. Hier will wir eine Gaude Titan, in der wir Gott kennenlernen. Welkom, mijn lieve vriend. Welkom ter het programma Ekran. Dankeschön, dat je van jou die radio eingeschaltet hast, aan op YouTube. Haben de goede tijd hier met mij, van jou zie ik online hier im studio. En ik heb een zeer wichtige boodschap voor ik met die van jou metdelen wil. En dat is dit. Blijf bij dat wat du geleerd hast. Blijf bij dem wat du gelernt hast. Dat is een Satz, wat wie als Teacher en als Mennonite ons immer waren gezegd hebben. En dat is een Sache, wat ik van clean up al immer waren gehoord heb. En alle honden kunnen we niet doen, wenn ik zelf dort blijf, wat ik geleerd heb. En immer waren zei wie dat zijn welke Bibelvers. En dan vraag ik eens mal mensen, wo steht er dan geschreven in de Bibel? En eens mal checken de mensen erop, nou ja, ik mag bij dort blijven, wat ik geleerd heb, maar ik weet niet, wo die steht. Na, ich glaube, das ist sehr wichtig zu heute, wenn uns den Vers so wichtig ist und mir ist den sehr wichtig, dass ich weiß, wo der steht, nicht so? So, ich weiß, wo der steht, der ist in 2. Timotheus, der 3. Kapitel, Vers 14. Und du steht dort, applaudisch, so, dass auf der Hochdeutschen Bibel kriegst du es applaudisch. Du sagst dort, du überblieb, wie dort, was du gelehrt hast, in die Ohren vertraut hast, willst du weiß, von wem du dort gelehrt hast. So, das ist ein großer Bibelvers, nicht so, für uns Deutschen, wenn es wie sei, dort, wo unsere Ohne waren, hätte sein, dort ist es, wie dort hier in Köln nie hand, oder dort ist es, wo ich von Cleanup geliert habe. Er kann dort nicht wechseln, wenn es die Sache, ich soll dort bleiben, wo ich geliert habe. Es wird wirklich dort, wo das Bibelfers sein will. Dort ist, wo ich mich gefragt habe. Und ich denke, wer will man besser in diesem Bibelfers nennen, grobe? Und wer will man besser da bei nennen, was will das Bibelfers uns wirklich sein? Was wir für ein Donner ist, wie ein Akteur dort selbst, ich versäge dort nicht, aber einmal ohne dort einer dort will, ist dort, wenn ich ein Bibelvers gefunden habe, dann durch den Apport nehme und durch den viel höher hebe aus der ewigen Apport von der Bibel und check nicht mal dich bei, check nicht, was die Bibel mir wirklich sagen will. Und dort ist einfach so im Leben, wenn ich eine Sache von der ewigen Wahrheit nehme und dort viel höher hebe, dann kann dort einmal ein bisschen was anderes meinen, als das wirklich gemeint wird, nicht so? Das war ein nu wird vertalen. Und du wirst bloß eine Sache von dort rütnehmen, was ich hier in 15 Minuten vertalen will. Du wirst bloß eine Sache rütnehmen. Und das ewige wirst nicht mal von vertalen. Dann wird dort was ganz anderes meine kennen, als wenn du die ganze 15 Minuten anhören darfst, nicht so? Und so ist das, glaube ich, auch bei das Bibelfers. Wenn wir uns ganze 3. Kapitel Eva checken, du redest dort von, auch ein, was du redest, das ist dort Paulus und Timotheus, die kannte sich sehr gut. So, das erste, was wir uns fragen müssen, an wem war das Buch Timotheus geschrieben? Dort war Krieg an Timotheus geschrieben. Timotheus wie ein junger Mann, er wie ein Prediger, und er wie ein guter Freund von Paulus. Und er reist viel mit Paulus Taub, der Prediger alle wein, und der viele Menschen von Jesus vertalen. Und dort können wir auf andere Städte in der Bibel nur lesen, was wir nun nicht alles waren. Aber sie kannte sich sehr gut. Und Paulus hat am viel gelehrt. Das Wort, wo er soll predigen, wo er soll leben, wo er soll ein heiliges Leben führen, sich wirklich ganz für Jesus leben. Das hat Paulus am aller gelehrt. Wenn sie hat viel Tipp gereist. Dort lese ich auf viel Städte. Und nu wie aber Timotheus hier, und er hat noch eine Kirchapostel. Er wie ein Prediger von einer Kirche. Und Paulus wie wieder gereist. Und Paulus schrift am einen Brief, und weil am besten wiese, wo er aus einem jungen Prediger sein Dienst oder seine Arbeit gut kann merken. Und dann redet er im Anfang von 3. Kapitel von all diesen schlechten Menschen, die sich nur hoch tun, oder jenen Ansehen, oder lasteren, oder älteren, nicht gehorchen, oder du nannt ihn allerhand schlechte Sachen. Das wird er nicht soll tun. Und dann stellt sich Luther sagen, dass er konnte mit rechnen, wenn er wieder das ist, was Gott deine, dann wird er Verfallung leiden. Und dann sage ich, ob er du bleibst, was du gelehrt hast. So, was Paulus am sagen will, ist, dass er nicht soll bei Menschen lastern, bei jenen Unsehnen, nicht der älteren Hörchen, undankbar, unheilig. Bei so einer Sache soll er nicht bleiben. Und ich glaube, das ist uns alle verständlich. Das sind nicht gute Sachen, das sind Sünde. Du willst nicht bleiben. Aber wie kann er bleiben,
bei dort, was wir gelernt haben. Von wo haben wir das gelernt? Das ist, was wir uns früher hatten. Eins von uns, nicht alle, aber eins von uns war in ein Heim ab, wo der Vater ein Trinker ist, wo der Süppe dort, wo die Mama nicht live von uns hat, aber wo unsere Geschwister uns raufgeteilt haben. Aber wir sind auf der Gas gewesen, manche andere Jugendliche, und die haben uns ausgepflegt und haben gesagt, mit mir ist es nicht. Soll ich bei dort bleiben, wenn meine Vater ein Süppe ist, aber meine Mama mich nicht gelegt hat? Soll ich wirklich bei dort bleiben? Ist es dort, wo das mir sei? Weil andere von uns sagen, der Zeug ist hier so und ich muss den Zeug immer so holen. So habe ich das mal angefangen und so muss ich das holen, wenn es das habe ich gelernt. Ist es wirklich das, was das hier sei? Weil wir müssen uns fragen, von wem hat Timotheus das gelernt? Bei was soll er bleiben? So das erste Wort, wie uns würde fragen, würde sein, nicht so, seine Eltern. Das, wer sind seine Mama und Papa, wenn es dort ist, wo wir dort erste lehren? Unsere Mama und Papa lehren uns gehen, die lehren uns, wo wir uns benehmen, sollen, von Clean-up, von ersten Tag aus, wie wir geboren sind, sind Mama und Papa gewöhnlich, einmal jeder Tag rahmen wir uns an. Und dort geht erst, in der Bibel fängt wie auch von Timotheus seine Mama und Papa. Wir fangen in 2. Timotheus 1, Vers 5, dort ist in der Salzburg, bloß ein paar Blätter trägt, 2. Timotheus 1, Vers 5. Du sagst, in 2. Timotheus 1, Vers 5, sagt das so, weil ich denkt an den wahren Glauben, den erstens all deine Großmutter Louise und auch deine Mutter Eunike haben, in denen du sicher auch hast. So, das redet hier von den wahren Glauben, dass die Großmutter und die Mutter, die haben die Mama und die Großmama, die haben den wahren Glauben. So, und dann können wir uns sagen, okay, dort merkt es ganz deutlich. Aber dann werden wir checken, wenn Wort ist sein Vater nicht da? Und das geht erst, wir haben auch über sein Vater, von über Timotheus sein Vater auch irgendwo in der Bibel. Und dort ist ein anderer Bild, dort ist ein Apostelgeschicht, saßt hier in Vers 1. Und du sagst das so, ich heim nur derbe, und da nur Lystra. Da wohnt ein Jünger, der heißt Timotheus. So, du, in dieser Stadt, du wohnt ein Jünger, der heißt Timotheus. So, das ist also Timotheus, der start, seine Mutter wie eine lebende jüdische Frau. Und dann redet Fuzehänger über seinen Vater. Du sagst, ob er sein Vater wie ein Griech. Und was dort bedeutet, dass ein Griech dort wie einer, der nicht glaubt. Dort ist es der Herde, was er dort für ihn gesagt hat. Der wie von einer anderen Art Menschen. Und wenn das dort in der Bibel sagt, dort bedeutet dort sein Vater, dort, der wie nicht in Christ. Der wie, der glaubt nicht an Jesus. So, soll Timotheus dort holen, was sein Vater am gelehrt hat, wann er nicht mal an Jesus glaubt hat, nicht mal ein Glaubender wir? Ich glaube nicht. Er glaubt sie wirklich, dass er dort holen soll. Dass er bei dort bleiben soll, was sein Vater am gelehrt hat. Jo, vielleicht hat sein Vater am gelehrt, Respekt gefallen zu sein, aber ihr schätzt sein. Ich glaube, du kannst hier bleiben. Aber ich glaube nicht bei dem Glauben, wenn es der Griech, der glaubt an alle Hunde andere Jäger. Und ich glaube nicht, dass die Bibel uns dort lehrt, nicht so? Was wie weiter ist, dort können wir dort bleiben, was Paulus am gelehrt hat. Paulus hat am über die ganze Zeit gelehrt, was er von Jesus verteilen kann, in Mission kann dann, in Jesus die Nummer groß merken kann. Aber wann wir wirklich weiter wollen, bei wo Timotheus bleiben soll, dann muss wir wieder lesen in der Bibel. Und das wollen wir fertig für jeden. Wir lesen bei ein Vers und hier du ab. Und für jeden wieder zu lesen. Und werden wir mal wieder lesen. Ich schwor wir uns den 14. Vers noch einmal sagen. Du überblieb bei dort, was du gelehrt hast, und die anvertraut hast. Willst du weiß, von wem du dort gelehrt hast. So, dort ist wahrscheinlich von Paulus und auch von seiner Mutter und Großmutter. Und dann erklärt uns dort Peter. Und willst du von Kind an mit der Heiligen Schrift bekannt bist, konnte die den Weg wiesen, wo du durch den Glauben an Christus Jesus groß seilig wurde. Und dann sagt er hier noch, durch den Glauben und Jesus Christus kost du seilig vor. Dort ist, was die Bibel uns lehrt. Dort, wie durch den Glauben an Jesus Christus keine Weite dort, wie wir sind, dort, wie seilig sind, dort, wie nicht verloren brücken gehen. Viele von diesen Personen, die sagen, dort, ich mag bei dir zurück bleiben, wo ich ja war. Die haben so viele Reile, und ich mag alle Reile fallen, wenn ich mag bei dort bleiben. Hier redet von keiner Reile in dieser Bibelfarsch. Dort redet, wie ich bei der Bibel bleiben soll. Viele von diesen Menschen, die von seiner Stadt kommen, wo sie bloß mit den Teilen reilen und fallen, sie sagen auch, du kommst nicht weiter, als du seilig bist, oder als du gerad bist. Du machst bloß hupen. Und was sagt das hier?
dat du durch den Glauben an Jesus Christus kos seilig war. Du hast die Möglichkeit, du kos, wenn du wärst. Du magst nicht, aber du kos. Und dann bewies uns dort, dass wenn wir die Schrift lesen, in an dein Glaube, in an Jesus Christus Glaube, dann kennen wir seilig war, und an dort soll wir uns vorstellen. Ich glaube für uns, Dietsche, ist das sehr wichtig, dass wir uns das mal immer wahrer Eva lesen, dass wir nicht an dort vorstellen, was unsere Urgroßeltern uns geliebt haben. Viele von den Sachen, die uns geliebt haben, sind sehr fein und sehr wichtig. Und ich glaube, wir können die holen. Aber wir können dort alles durchsehen. Wohnt erst das Gute, was ich von meinen Urgroßeltern geliebt habe. Wenn dort Jesus Christus in der Schrift mit übereinstimmen wird, dann will ich dort holen. Aber wenn dort nicht unbedingt wird, wen Wort würde ich dort dann holen? Ich glaube, dort ist wichtig, dass dort hier sagt, dort wie bei der Schrift bleiben. Die Bibel ist uns Weichwiese. Die Bibel will uns die Wiese, wo wir hingehen sollen. Und dort habe ich hier Fuß hingehauen sein. Alle Schrift ist von Gott gegeben, und der ist wertvoll, uns zu belehren, in uns auszubeten, in uns reich zu wiesen, in uns zu errichten, wo reich zu leben. So, dort ist der Satz in der Farsch. Bei dort soll Timotheus bleiben. Bei der Schrift. Wenn es der Schrift wird am belehren, der wird am Utbetre, der wird am Treichwiese, der wird am Unerrechte, und der wird am Wiese, woher reich leben soll. Und dann sage ich dort, so dort ein Gottes Mensch im Stand ist, in gute Wolken geschickt zu sein. So, Timotheus wie ein Prediger, und er kann durch die Schrift, wenn er bei der Schrift bleiben wird, beim Wort Gottes, bei der Bibel bleiben wird, dann kann er gute Wolken tun. Dort ist nicht, dort hat von sich selbst können gute Wolke tun, sondern Jesus Christus wird am Haupt der gute Wolke zu tun. Wenn dort hier sagt, dass alle Schrift ist von Gott gegeben, dann ist dort hier besser, dass wenn Gott der ausgeatmet hat, in seinen Jäsche, in seinen Wind, Gott selbst hat die Bibel geschrieben. So, bei was kann ich bleiben? Bei der Bibel. Weil wir trägen nur die Bibel kommen. Hier steht sie laut auf, wenn wir das Kapitel zu eng lesen, oder das erste zu eng, wenn wir das vierte Kapitel lesen, du redest dort, dort wenn ich von der Bibel fall sie, dann go und predige ich auch dort. Dann go ich in die ganze Welt nennen. Und wenn ich das predige war, dann redest du von, ich will eine Krone kriegen, den Tag, wo ich nach dem Himmel go. Und dort ist für uns alle. Wie alle können Gott sein Wort rausbringen, oder die Bibel rausbringen, wie können die predigen. Ich brauche nicht ein Prediger sein, um zu predigen. Predigen kann ich dann, wo ich sie, und mit dort, wo ich da auf der Arbeit, einfach so, dass ich mich benehmen will, dort ist auch Predigen. Ich muss uns noch einmal sagen, weil wir dort blieben, was die Bibel uns lehren wird. Weil wir nicht dort blieben, was uns Ungewohnheit uns tun. Vielleicht bist du von dir an eine Türk, in der Welt die alle Hunde bematen, in der Welt die alle Hunde sei, bloß wenn es Menschen dort sei. Und ich will nicht nie merken, dort wie alle Sachen anfangen, jeden Ort zu sein. Das ist nicht mein Ziel. Jeder Zeug, du wirst noch mal ein bisschen von der Ordnung geredet worden. Dort ist nicht, was ich hier von dir sage. Aber wenn du erst anwurst, dass die Menschen reden, welche sind aus dem Wort Gottes, dann würde ich dir einfach sagen, verlote Zeug. Und geh nur eine Zeug, oder geh nur eine Bibel erst ins Träg, und seh, was Jesus Christus zu dir zu sagen hat. Und dann geh nur eine Zeug, wo wirklich Gottes Wort gepredigt wird und wo die gesagt wird, du sollst bei dort bleiben und nicht bei dort bleiben, wo du von Kind an geliebt hast. Wenn vielleicht hast du nicht, was Gott geliebt von clean up, weil dort ist dann nicht Zeit, dass du von der Bibel, was Gott lehren kannst. Die Bibel ist ein wunderbares Buch. Lese jeden Tag in dort Buch. Dort ist es dort Eten für uns Kinder Gottes. Wir brücken dort jeden Tag und dort ist, was ich dir mitteilen will. Lese jeden Tag in der Bibel. Waren ein Vers, oder vielleicht ein ganzes Kapitel. Ich glaube, ein Kapitel, das wird sehr erfährt, oder ein halbes Kapitel. Die Bibel, wo die Emma trägt nur Jesus Wiese. Ich möchte die Gottes sehen wünschen und bete nächstes Mal. Ciao, ciao. Dankeschön, dass du von der Audio dabei wirst. Wenn du Fragen hast, wo du mitteilen wirst oder ein Zeugnis geben wirst, dann schreib uns im WhatsApp nur Meierteken 591-7788-4479. Oder schreib uns im Facebook oder in E-Mail nur ekran@gmail.com.